Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Wir waren ja in der letzten Folge unten in dem Dorf und ich habe versucht, der älteren Frau ein bisschen Holz zu besorgen. Ich habe auch Holz dabei, aber ich konnte es nicht in den Kamin tun. Und ich konnte auch, ich wusste nicht, ob ich es vorne rein tun soll. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal weiter. Hier ist so ein Wanderweg oder so. Hier sind auf jeden Fall so Schilder. Und ich gehe hier einfach mal entlang. Okay, irgend so ein Turm soll hier sein. Ich habe ja eigentlich so ein bisschen die Vermutung gehabt, weil ich ja eine Gewehrpatrone gefunden habe, dass wenn ich das Feuer da ein bisschen anheize, dass ich dann das Gewehr zum Dank bekomme. So, und sagt die irgendwie, ja, ich brauche das nicht mehr. Nimm mal mit. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. So, hier liegt auf jeden Fall ein Tierkadaver. Das ist schon mal krass. Boah, ich muss echt mit dem... mit der Kälte aufpassen, mit dem Gewicht aufpassen. Ja, mit der Kälte auch, aber vor allen Dingen mit dem Gewicht. Wo komme ich denn jetzt hier entlang? Hier ist alles zu. Da könnte ich da hochklettern. Ich glaube... Muss ich vielleicht wirklich hier hochklettern? Ich versuche das mal eben ganz schnell. Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Und dann muss ich da hinten runter. Ach, da hinten ist der Turm. Alles klar, vielleicht komme ich da hinten dann hoch. Okay. Ne, hier komme ich nicht entlang. Ich muss auch mal schlafen. Geht es uns denn generell? Okay, wir haben mega Hunger. Lässt sich erstmal eben schnell was. Und dann brauche ich ein warmes Plätzchen. Vielleicht gehe ich wirklich nochmal zu der Oma. Weiß noch nicht genau. So. Geschmackloser Müsli-Riegel. Geil. Okay. Das ist in Ordnung. Hier geht es uns sonst ja gut. Wir sind aber schon ein bisschen müde. Das heißt, später sollten wir auch mal schlafen. Aber ich möchte auf jeden Fall den Turm da noch erkunden. Und vielleicht gehe ich später nochmal auf Hasenjagd. Mal schauen. Hier so ein bisschen Stöcke nochmal mitnehmen. Hagebutten nehme ich mir auch nochmal mit. Damit wir uns nochmal später einen Tee machen können. Alles klar. Okay. Oder Offroad-Hase. Hier Pfotenantrieb. Okay, hier ist der Turm. Das ist schon eine geile Aussicht hier. Das ist mega krass. Da unten scheint auch noch irgendwas zu sein. Irgendwas Eingezäuntes oder so. Vorratsbehälter durchsuchen. Holzbriketts. Brandbeschleuniger. Abgenutzte Arbeitshandschuhe. Antiseptikum. Wasserreinigungstabletten. Signalpatrone. Holzbriketts. War das vielleicht das Holz, was ich holen musste? Oh, hier liegt, glaube ich, jemand. Krähenfeder. Nehme ich mir auch mal mit. Jagdmesser. Geil. Antibiotika, Pfeilspitze. Okay, aus Metallschrott kann ich dann auch eine Pfeilspitze machen und mit der Krähenfeder werde ich dann wahrscheinlich irgendwann kann ich dann später dann auch wahrscheinlich einen Pfeil und Bogen oder sowas craften. Aber ich muss wirklich ein bisschen was ablegen.
Oh shit. 40 von 27. Krass. Mal was trinken, da haben wir schon mal ein bisschen Gewicht gespart. Oh Mann, weil was werfe ich denn weg? Metallschrott. Das ist halt mega viel. Was wiegt denn hier so krass? Ich mal hier nach Gewicht. Okay, das sind jetzt 4 Kilo nochmal. Okay, das ist natürlich mega, mega schwer alles, ne? Okay, aber das Holz kriege ich ja langsam, aber kriege ich ja dann weg. Ich hoffe, dass ich das da, dass ich das damit jetzt irgendwie befeuern kann. Das Feuer da. Ich sollte ja Holz holen. Ich gehe nochmal eben zurück und versuche das mal. So, an brennbarem Material. Ach so. 8,7 von 24. Okay, nice. Zunderbündel. Das tue ich mal rein. Sechs von 24. Okay, dann muss ich noch ein bisschen Holz holen. Eben gucken, wo ich noch etwas herbekomme. Hier hinten sieht so aus, als würde hier mal, als würde hier mal Holz gefarmt worden. Ich trinke noch mal ein bisschen was. Ich hoffe, dass dann das Gewicht auch wieder passt. Mal eben gucken. Ah, noch nicht ganz. Okay. Hier könnte ich auch das Öl da rein tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Stücke. Nehme ich mir nochmal mit. Ich hoffe, dass das dann echt reicht und dass wir dann die Quest erfüllt haben. So, hier kann ich nicht auseinandernehmen. Schade. Milton School. Okay, hier war mal eine Schule, alte Schule, neuer Ort entdeckt. Krass. Kohle, oh nice. Und die Kiste kann ich direkt auch auseinandernehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ich hoffe, dass das dann reicht. Jetzt mit der Kohle und allem. Das ist. Dass ich es dann geschafft habe. So, mal wieder zurück zu der alten Frau. Ich hoffe, dass ich was Geiles bekomme, dass sich das Ganze hier auch gelohnt hat. Bin mir nicht ganz so sicher. Kann ich den Briefkasten auch durchsuchen? Briefkasten öffnen. Aufgerollte Zeitung, geil. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Eine vertrocknete Pflanze. Alles klar. So. Ah, Mission abgeschlossen. Sehr gut. Ich muss aber zuerst, glaube ich. Ach nee, geht gar nicht. They're all gone. Oh, Mutter vertraut dir jetzt mehr. Plus 5%. Boah, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Und die vertraut uns jetzt nur 5% mehr. Krass. Und ich mache hier so ein Stofffetzen kaputt und kriegst du direkt voll drüber. Das ist sehr heftig.
Okay. Erst jetzt nochmal was. Magdoses Reh, nice. Mal eben nochmal schnell was trinken. Dann lege ich mich nochmal ein bisschen hin. Stunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Zeit verdorstet ist. Darin nicht ganz so gut. Nein, alles klar. 89%, das ist in Ordnung. Können wir noch mal eben ein bisschen was trinken und dann. Ich kann ja auch unten noch mal Schnee schmelzen. Das Feuer scheint ja unendlich lang zu halten. Ich glaube, ich schlafe nochmal 2 Stunden, damit es ein bisschen heller ist und der Schneesturm aufhört. So, alles klar. Endlich ist der nächste Morgen. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices, and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food, or I won't last the winter. Alles klar. Okay, wir müssen Nahrung auftreiben. Das lass mal so sein. Sag, ich stell lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Ach, was ist, wenn die, aber was, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen. Jetzt sind sie dran. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es, such mir etwas zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand, da gibt es immer etwas zu beißen. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollte Stehlen ja kein Problem für dich sein. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur so zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, falls du das noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Okay, mehr. So. Alles klar, wir sollen also die Tankstelle ausrauben und jetzt etwas zu essen holen. Das werde ich machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Brecheisen oder wir wissen, wo das Brecheisen ist. Und vielleicht bekommen wir ja dann das Gewehr. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen da oben da lassen.
und den Kanal abonnieren. Bis später. Ciao.